wenn ich sowas höre. Ich finde sowas gerade einfach verboten. Ich muss sagen, ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich so Musik höre, da läuft es mal so eiskalt darüber runter. Ich finde es irgendwie gruselig. In der Öffentlichkeit sowas zu spielen, solche Klänge, Musik kann man das ja schon gar nicht mehr nennen, finde ich, ja, gehört halt verboten. Das Metal zeichnet sich aus durch die Aggression und Intensität. Es ist nicht unbedingt eine sehr filigrane Musik, sondern es ist eine Musik, die einfach von den Emotionen lebt und für Emotionen lebt, meiner Meinung nach, Death Metal. Für manche Bands ist es vielleicht ein Satanskult, für manche ist es das nicht, für manche Fans ist es ein Satanskult und manche identifizieren sich damit gar nicht. Ich meine, das ist jeder Band und auch jedem Musikhörer ist selbst überlassen, ob er diesen Satanskult braucht oder nicht. Do I look like a Christian to you? No, not really, but I mean, I don't know you now, and I just know you. Well, trust me, I'm not a Christian, and I believe in Lucifer. Ich bin mit Sicherheit kein Satanist, auch kein Christ, eher Antichrist, aber eigentlich Atheist. Ja, und das überzeugt er. Also ich habe noch niemanden gefunden, der über mir stehen sollte. Und sehe auch keinen Grund dafür, warum. Im Gegenteil, eher wenn ich wüsste, dass es irgend so einen Gott gibt, der hier das alles erschaffen hat, dann würde ich ihm ganz schön mal was erzählen, wie kacke ich das finde. Ja, also provokativ ist es. Und so soll es auch sein. Hier für alle zum Mitlesen. Treppte Christen hier. Och, reine Provokation, so angetragen Christenkreuz. Er hier zum Beispiel. Ich trage so ein T-Shirt. Also ist es der Unterschied zu mir, vielleicht von mir zu anderen Leuten, die da meinen, sie müssten Kirche anzünden. Also ist nicht der richtige Weg. Provozieren. Do you include Satanism in your music itself? Not at all. Not at all. Not at all. I really don't want to involve any type of religious theme in our music, you know. I think that's something that's more of a personal thing. But yeah, I'm not a Satanist and I definitely don't put that into our music. No purpose. Well, yeah, I was really young when the band first started out, and I've never been into writing satanic lyrics at all, personally. We did write gore lyrics, but it was more like kind of tongue-in-cheek, horror movie type level, you know, nothing encouraging people to go out and hurt themselves or anything stupid like that. It was pure kind of like fantasy movie type, you know, scary stuff. And then I just really got into writing about reality, which is what we all have to deal with. There's a lot of different way to approach Satanism because it's something so much personal. It's just building your own religion, your own role. So it's for everybody different.